Party machen über den Dächern von Mainz im Star Club. Das wollen wir uns natürlich nicht entgehen lassen. Jeden Mittwoch, Freitag und Samstag kann man zu einem Mix aus R&B, House und Hip-Hop die Hüften kreisen lassen und den Ausblick der Dachterrasse genießen. Hinter der Tanzfläche befindet sich die Bar. Wir bestellen einen Gin Tonic für 7,20 Euro. Ein bisschen lieblos sieht das Getränk aus und auch geschmacklich erfüllt der Gin Tonic nicht unsere Erwartungen. Daher vergeben wir für das Preis-Leistungs-Verhältnis 2 von 5 Disco-Kugeln. Wir schlendern durch den Club und entdecken neben der Bar chillige Sitzgelegenheiten, die durch einen fancy Fransenvorhang vom Barbereich abgeteilt werden. Von hier aus lässt sich die losgelöste Partytruppe auf der Tanzfläche super beobachten. Wir finden, dass die Leute hier ein bisschen jünger sind, geschätzt zwischen 18 und 22 Jahren. Die Atmosphäre ist heiß. Je stärker der Hüftschwung, desto besser. Ein bisschen Rampensau steckt hier fast in jedem. Für die gute Partystimmung vergeben wir 4 von 5 Disco-Kugeln. Mittlerweile ist im Star Club richtig viel los und auch an der Bar ist es mega voll. Trotzdem bleibt das Barpersonal entspannt und sehr freundlich. Alle sind bemüht, die wartenden Gäste schnell zu bedienen. So viel Freundlichkeit und gute Laune wird mit 4 von 5 Disco-Kugeln belohnt. Der Gang auf die Toilette überrascht uns. Auch spät am Abend sieht es hier wie frisch geputzt aus, weil es nämlich frisch geputzt ist. Von der netten Toilettendame. Dafür gibt es von uns einen Daumen hoch und 5 von 5 Disco-Kugeln. Das junge Partyvolk lässt es im Star Club so richtig krachen. Der perfekte Start für alle Youngsters, um sich mit der Mainzer Partyszene vertraut zu machen. Da kommt es auch nicht so sehr auf den verkorksten Gin Tonic, sondern auf die gute Stimmung an. Die alten Partyhasen sagen da doch lieber Cheers und überlassen zumindest im Star Club der jüngsten Generation den Dancefloor. Für den Gesamteindruck vergeben wir 4 von 5 Disco-Kugeln.